Es waren schon einige Generationen, die die Geschichte dieses Gebäudes miterlebt haben. Begonnen hat es bereits 1897, als der drittgrößte deutsche Kaufhauskonzern Hermann Tietz mit 106 Filialen in vielen großen Städten auch in Plauen ein Kaufhaus einrichtete. Der anwachsende Kundenkreis zwang zum Neubau eines Warenhauses. 1910 wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den der Plauener Architekt Emil Rösler gewann. 1912 bis 14 wurde das Gebäude dann erstellt. Und wir haben dort die Besonderheit, dass die Beginne der Stahlbetonkonstruktion hier erstmalig Einzug fanden in der Realität. Das heißt also, wir haben markante Stahlstützen, die ausgemauert wurden aus brandschutztechnischen Gründen. Wir haben Stahlträger und wir haben Stahlbetondeckenfelder, die ganz anders bewehrt und konstruktiv ausgeführt sind, wie man es vielleicht heute machen würde. Insgesamt ein sehr imposantes Gebäude, ca. 3000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche in einer Ebene, insgesamt ca. 17.000 Quadratmeter Nutzfläche, fast 40 Meter hoch im Herzen der Stadt, denkmalgeschützte Fassade in Richtung Postplatz, wurde Pfälzer Sandstein verwendet, ein gelblicher Sandstein, eine ca. 60 Meter Schaufassade ist dort zu bewundern und auch in der damaligen Zeit wurde schon auf die Nachtinszenierung großer Wert gelegt. Circa 20 große Leuchter haben auf dem Balkon Richtung Postplatz waren dort platziert und haben das Gebäude auch in den Nachtstunden recht attraktiv erscheinen lassen. Durch diesen Neubau entwickelte sich das Hertie, was nichts anderes bedeutete wie die Abkürzung von Hermann Tietz, zur größten Einkaufsstätte des Vogtlandes. Im April 1935 wird durch das Reichswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die nicht-arischen Gesellschafter der Firma Hermann Tietz ausgeschieden sind. Und so wurde 1936 die Bezeichnung Haus Vogtland, ab 1937 das Kaufhaus Union firmiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte der Wiederaufbau des durch Bomben stark zerstörten Warenhauses. Plauen war ja zum hohen Prozentsatz zerstört und das hat auch am Hortengebäude keinen Halt gemacht. Es gab einen immensen Kriegsschaden, es gab Brand und da die Dachkonstruktion aus Stahl ist, hat es also schon auch immense konstruktive Einwirkungen oder Auswirkungen gehabt. Aber die Stahlkonstruktion wurde nach dem Krieg, wurde alles wieder hergerichtet. Was dann nicht mehr kam, ist der markante Lichthof. Der verdient auf jeden Fall noch eine Erwähnung. Ein hochrepräsentatives Gebäude, auch vom Innenraum, hat einen Lichthof gehabt über mehrere Geschosse mit einer gestalteten Lichtdecke. Und darüber befand sich dann erst die bauphysikalische Glasdecke, das Glasdach. So, und das hat also doch großen Schaden genommen und wurde dann nach dem Krieg in dieser Form nicht mehr aufgebaut. Man weiß, im Innenbereich wurden die Rolltreppen eingeordnet. Das waren etwa die Stelle, wo dieser Lichthof über mehrere Geschosse vorhanden war ehemals. Da bereits im Jahre 1948 die Übernahme durch den Konsum der damaligen DDR erfolgte, war es von 1965 bis 1992 das Konsumentwarenhaus. Nach der Wende 1993 wurde aus Konsument das Hortenkaufhaus bis zum Jahre 2000. Am 18. Dezember, kurz vor Weihnachten, kam auch hier das Aus. Die letzten Kunden im Erdgeschoss und um 12.33 Uhr ging der eiserne Vorhang zu Boden. Am gleichen Abend, 20 Uhr, brannten noch alle Lichter im Gebäude, die dann bis zum heutigen Tag verloschen sind. Einen Lichtblick gab es im April 2002. Da sollte aus diesem Gebäude ein Erlebnis- und Tagungszentrum in Plauen entstehen, die Vogtland Plaza. Bis heute hat sich aber auch in dieser Richtung nichts bewegt. Wahrscheinlich liegt es auch hier am fehlenden Geld. Architekt Bernd Müller glaubt,
Ich finde, ganz wichtig ist, dass eine Stadt vor allem im Zentrum, in ihrem urbanen Zentrum, in ihrem Herzen gut funktionieren muss. Da muss Leben sein, da muss Licht auch nachts sein, da müssen die Menschen sich gerne aufhalten. Dort muss Magnet sein für Gäste, die von außerhalb kommen. Das ist das Allerwichtigste. Und ausgehend von diesem gut funktionierenden Zentrum baut sich das auch dann systematisch in die Peripherie auf. Und da das Hortengebäude mitten im Zentrum ist und schon immer Maßstabsbildner auch in städtebaulicher Hinsicht innerhalb des Zentrums war, es ist also sehr wünschenswert, dass auch dieses Gebäude wieder ein Leben hat, eine Funktion widerspiegelt. Im Augenblick wird im Erdgeschoss gebaut. Ein Mieter will am 1. Juni 2004 wieder öffnen. Aber an florierende alte Zeiten wird das 90-jährige Gebäude nur noch mit Wehmut zurückdenken.